Heute bei Infotime. Kleine Wichte, Kinderspiele und hohe Auflösungen. Hallo und herzlich willkommen zu Infotime für den April 2021. Nachdem es jetzt bei uns lange Zeit um die Wurst gegangen ist, mit dem Werbeadventure Beefy 2 Action in Hollywood, stehen diesmal kleine Gnome im Fokus. Ja, denn wir spielen das Comic-Puzzle-Adventure-Spiel Goblins. Das ist von Cocktail Vision. Und später waren die auch Teil von Sierra, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hier geht es um drei Goblins. Ja, deswegen Goblins mit den drei I, weil es drei sind. Und die müssen ihr Königreich retten. Und das ist gar nicht so einfach und passiert auf sehr witzige und absurde Art und Weise. So, kann denn der Magier noch was mit denen machen? Ne, das hat nichts gebracht. Komme ich da vielleicht hin und kann den da runterfallen lassen? Ja, Tatsache. Den auch? Okay. Mal gucken, wo der hinfällt. Aua! Again! Das war jetzt, Jetzt sind wir mal gespannt, wie es den Goblins ergeht. Allerdings werden wir werden das nicht gleich ganz durchziehen. Wir machen zwischendurch dann nochmal eine Pause und schieben noch eine Runde Bard's Tale ein. Na, auch das müssen wir ja auch mal langsam zum Ende bringen. Da versuchen wir jetzt mal weiter in den Turm des bösen Magiers Manga vorzustoßen. Und dann haben wir natürlich, wie immer jeden Freitag, eine neue Folge Historyline. Ja, Historyline übrigens, wenn ihr live dabei sein wollt, wir nehmen das ja immer live auf, dann markiert euch mal den 24. April. Da gibt es den nächsten Historyline-Livestream unter twitch.virtualdimension.de. Spiele. Es geht nicht nur über kleine Wichte hatten wir es schon. Wir hatten Historyline und Bard's Tale. Wir schauen uns auch noch weitere Spiele an. Allerdings wird bei dem folgenden nicht gespielt, sondern wir stellen euch einfach mal etwas vor, was ihr vielleicht noch nicht kanntet. Ja, Ron Gilbert ist ja einer der Gründerväter der Point-and-Click-Adventures, Miterfinder von Maniac Mansion und das Mastermind hinter The Secret of Monkey Island. Aber nachdem er bei LucasArts weggegangen ist, hat er nicht aufgehört mit Adventures. Und so gibt es einige sehr schöne Ron Gilbert-Adventures, auch mit der Scum-Engine wie Monkey Island, die etwas weniger bekannt sind. Und da schauen wir mal in dieser Folge von Retro ausgepackt einen Blick drauf, nämlich die Kinder-Adventures von Ron Gilbert. Kinder lernen strategisch zu denken, entwickeln kognitive Fähigkeiten, logisch und problemorientiert zu agieren, zuzuhören und Entscheidungen zu treffen, Folgen zu erkennen, das Gedächtnis zu trainieren, soziale Fähigkeiten, einschließlich Freundschaft und Kooperation, zwischen relevanten und nicht relevanten Einzelheiten und Ereignissen zu unterscheiden, Voraussagen, Verifizieren und Auswerten von Hypothesen und räumliches Vorstellungsvermögen. Also ich darf dir jetzt, Dennis, jetzt gib mir mal kurz die Schachtel. Genau. Also ich darf dir, mach mal da. Da hier also, so? Jetzt. Also ich als geneigter Vater guck das an und denk, Kinder von 6 bis 9, paar niedliche Fischlein, das sieht doch schon gut aus. Ich guck da auf die Rückseite, ich sehe hier auch eine Grafik, die mich echt anspricht und sehe, aufsatteln, Cowboys zum spannenden Abenteuer im Wilden Westen. Und das ist echt knuffig. Also ich muss dir zugeben, das spricht mich jetzt schon für meine Kinder. Ich hätte das vielleicht auch gekauft und gesagt, hier,
schnappt euch, spielt doch mal, das sieht doch niedlich aus. Genau, guck mal, was, komm mal noch rein. Oh, also ich glaube, es ist nicht viel Zubehör. Schutzmantelchen. Ah, der Elternratgeber fehlt, aber es ist zumindest das Spiel. Ja, Freddy gut. Fish und das Geheimnis der Salzwasserschlucht. So, und dann gehen wir dieses Mal in Retro Today. Stellen wir euch wieder ein neues Spiel vor für den C64. Aber da verlassen wir die fröhlichen, lachenden Kinderstimmen und es wird düster. Ja, wir bewegen uns in der Welt von H.P. Lovecraft mit dem Necronomicon, also mit diesem dunklen Buch. Und wir gehen auf die Suche auf der Insel des verfluchten Propheten mit The Isle of the Cursed Prophet. And remember to stay clear of the stone circles, or no good will come to you. Schau mal, hier ist es noch The Isle of Prophets und nicht mehr, noch nicht Isle of the Cursed Prophet. So, Markus, dann? Der sieht nicht so glücklich aus, der junge Bursche. Ja, Frau ist ja auch tot. Ja, aber die ist doch schon ganz lange tot. Geh doch mal links in das Haus da rein. Da blinkt was. Wooden Dagger collected. So, jetzt hast du einen Holzdolch. Ein Holzdolch. Ja. Das ist ja wie bei Minecraft. Wir nehmen eine Holzspitzhacke. Der Anfang ist schwer. Ja, aber ich bitte dich, ein Holzdolch. Ich meine, er hätte ja auch Ausrüstung mitnehmen können, geht aber... Geht's nicht weiter? Hat er denn wenigstens das Necronomicon dabei? Das ist auch wieder eine Hecke. Da kommen wir nicht rein, weil die Tür zu ist. Guck mal, da steht der Alien aus Maniac Mansion. Ah, das Tentakel. Purple Tentakel. Hallo. Purple Tentakel. Komme ich auch nicht hin. Jetzt haben wir hier einen Brunnen, einen Brunnenschacht, eine Pfütze. Nicht. Das da unten, das sah aus wie ein Grabstein. Ein Schaf! Das ist ein Schaf gespawnt. Ah, hier geht's nicht weiter. So. Mäh. So, und dann gehen wir mal weg von dem ganzen Spielkram. Ja, wir gucken uns natürlich auch im April wieder neue Zeitschriften an. Also neue, alte Zeitschriften. Also die Zeitschriften von vor 40 Jahren in unserer Back-in-Time-Reihe. Ja, diesmal der April 1981. Blättern wir in alten Zeitschriften und gucken, was denn damals so angesagt war. Und natürlich geht's auch weiter mit dem Bau an unserem Selbstbau-Amiga, dem Ad Astra 3000, so haben wir ihn ja jetzt genannt. Und da beschäftigen wir uns diesmal neben kleinen Fehlerkorrekturen, die wir noch hatten. Ne? Das war ja beim letzten Mal, hat noch nicht alles funktioniert. Damit beschäftigen wir uns. Und dann verpassen wir eben noch ein kleines Upgrade. Es geht um diesen Chip hier. Das ist einer der Custom-Chips des Amiga, der Denise-Chip. Ja, Denise, der Grafik-Chip. Gibt da noch zum Beispiel den Soundchip, Paula und nein, Dennis Paula ist kein Künstlername. Nicht schon mal. Das eine oder andere Mal gefragt worden. Das ist Zufall. Also, es geht um den Denise-Chip und da verändern wir was und damit verpassen wir dem Ad Astra hohe Auflösungen. So, ja, wir haben jetzt einen neuen Bildschirmmodus. Hier PAL 1280. Bis zu 1280 mal 512 interlaced, requires ECS steht hier. Kann dann allerdings nur in 4 Farben, aber das ist okay. Das ist normal bei ECS, weil die Bandbreite ist ja nicht größer geworden. Der Chip kann einfach nur mehr. Das heißt, wir haben jetzt weniger Bitplanes zur Verfügung. Maximal 4 Farben statt maximal 16. Ja, hier in 256 ist aber auch nicht anders. Dafür können wir doppelt so viel Pixel in der Breite darstellen. Und dann gucken wir noch mal, wie das aussieht. Soweit die YouTube-Vorschau für den April 2021 hier auf diesem Kanal. Es gibt natürlich auch noch neue Videos auf unserem VD New School Kanal. Ja, da machen zum Beispiel Hagen und ich schauen uns mit Ancient Planets mal zwischendurch ein kleines Tower Defense Spielchen an. Und wir sind auch ja gelegentlich immer wieder bei Twitch zu finden. Den Historyline Livestream habe ich schon angekündigt. Ansonsten am besten, wenn ihr aktuell wissen wollt, was bei Twitch so passiert, also wann wir da so live streamen. Das ist immer etwas
etwas schwieriger zu planen als die Veröffentlichung von YouTube-Videos, schaut am besten aktuell auf die Infoseite von unserem Twitch-Kanal, gesagt twitch.virtualdimension.de und dann den Reiter Info, da gibt es eine Box den nächsten Streams. Den Reiter Zeitplan bitte ignorieren, das ist ein völlig untaugliches Twitch-Tool, was wir nicht verwenden. Also unter dem Infotab, da gibt es immer die Infos, wann wir wieder streamen. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann klickt am besten auf Folgen, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir live gehen. Natürlich gilt auch, wenn ihr nicht verpassen wollt, was hier auf diesem YouTube-Kanal passiert, dann klickt auf Abonnieren. Ja, wenn ihr aktiv benachrichtigt werden wollt, dann Glocke drücken, dann verpasst ihr auch hier kein Video. Ist jetzt wieder die Zeit, wo ich mich ganz sehr bedanken muss bei euch. Also nicht muss, ich mache das sehr gerne und aus freudigem Herzen. Vielen Dank an euch, die ihr uns hier so unterstützt durch Abos, dass ihr unsere Videos schaut, dass ihr kommentiert, unsere Videos teilt und ganz besonders natürlich bei unseren Patronen bei Patreon. Ja, wenn ihr uns auch wie die anderen Patrone Monat für Monat mit einem kleinen Betrag unterstützen wollt, dann schaut doch mal vorbei unter patreon.virtualdimension.de. Ja, an der Stelle noch ein Hinweis. Immer wieder sonntags programmiere ich ja auf Twitch, also nicht jeden Sonntag, aber immer mal wieder und bin da dabei, NC auf dem Amiga ein neues Spiel zu schreiben. Danger Dennis, ein kleines Jump'n'Run, an dem ich noch so ein bisschen lerne. Und wir werden immer mal wieder gefragt, ob wir nicht die Aufzeichnungen der Streams hier auf YouTube hochladen könnten. Also zum einen gibt es die Aufzeichnung ja 90 Tage lang bei Twitch, da könnt ihr dann Sachen nachgucken. Zum anderen diese Programmierstreams, die sind halt sehr anders als das, was wir hier bei YouTube machen. Es ist mehr oder weniger 2 Stunden, ich bastel irgendwie so vor mich hin. Und bei weitem nicht so gestreamlined, sofern man da hier bei uns davon nennen kann. Aber sie sind auf jeden Fall nicht so abwechslungsreich, sage ich es mal, wie die Videos, die wir hier auf YouTube hochladen. Deswegen haben wir gesagt, das passt hier irgendwie nicht so richtig hin. Wenn euch diese 90 Tage nicht ausreichen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, zu Aufzeichnungen zu kommen. Denn exklusiv für unsere Patrone bieten wir tatsächlich eine Aufzeichnung dieser Programmierstreams an. Ja, und das heißt, wenn ihr alte Folgen sehen wollt, dann überlegt doch mal, ob ihr vielleicht auch einer unserer Patrone werden wollt. Geht bei 1 Euro pro Monat los und dann bekommt ihr auch einen Vollzugriff auf das komplette Archiv. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, es war was für euch dabei und es gibt etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Infotime oder bei einem dieser zahlreichen Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra.